Ich bin ein Tourist in Los Santos. Leute, es ist 2:23 und ich als Alpha Nerd, als Alpha Gamer, Alpha Jamer, okay, hab keine einzige Sekunde in meinem Leben GTA 5 gespielt. Ich hätte jetzt ein großer Roleplay-Streamer sein können, hätte irgendeinen coolen Drogendealer gespielt mit einer fetzigen Stimme. Ey, Mann, gib mir das Pep! Deshalb wird es endlich Zeit, dieses Meisterwerk von Videospielen nachzuholen. Und um Los Santos kennenzulernen, habe ich mir 6 Orte ausgesucht von Sehenswürdigkeiten auf meiner Tour durch Los Santos, wo ich hinfahren möchte und dort ein kleines Selfie machen möchte. Aber mein Chat, der allerbeste Chat, versucht mich dabei aufzuhalten mit einer Chaos-Mod. Und so funktioniert das. Während diese Leiste da oben sich füllt, votet der Chat, was als nächstes passieren wird. Und sobald diese Leiste voll ist, boom, Chaos, Tod und Verderben. Los geht's. Ach ja, und noch oben drauf, sobald ich mit meinem Auto irgendwas berühre, dann... Was ist hier? Unser erstes Ziel ist das Quartz Center. Es basiert auf dem echten Getty Center in Brentwood, Los Angeles. Richtig geil da, Digga. Lag? Was für Lag? Das ist ekelhaft! Hör auf! Oh mein Gott! Ist weg, okay. Wie weit ist das denn, Alter? Noch 3 Kilometer. Durch. Wieso biegt er ab? Oh, was habt ihr gemacht? Ey, das ist voll gut, oder? Wir wollten nicht helfen, habt ihr aber. Ich frage mich, wie weit hätte ich theoretisch auch wegporten können? Hätte ich ihn einfach in der Wüste spawnen können? Wow, was geht ab? Ich muss die Welt retten, es tut mir leid. Hier rein? Sind wir schon da? Wir können jetzt probieren, Leute. Als Katze. Nein! Kann ich irgendwie rauszoomen? So. Okay, das ist unser nächstes Foto. So, was ist unser nächster Spot? Das nächste Ziel ist der Los Santos Golf Club. Birdie! Habe ich recht? Der ist doch bestimmt hier in der Nähe, oder? Quake View, FOV einfach. Was machst du da? Shortcut? Das hat zur Musik gepasst. Oh nein! Ich wollte... Ach man, wieso ist ein Typ? Geil, live on TikTok. Ich sehe meine Minimap gar nicht, ne? Scheiße. Ich bin bestimmt irgendwo... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist dieser Effekt? Als ob ich nicht durch den Busch fahren darf. Let's go! Jetzt aber. Oh, ich bin direkt beim Golfclub. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist die Einfahrt? Scooter Brothers. Digga, wo ist denn der Eingang hier? Mir ist nichts passiert. Das waren die Scooter Brothers, glaube ich. Okay, Scooter Brothers. Virtual Reality also. Los, hol die VR-Brille. Raus!
Dann fahren wir halt nochmal die paar Meter. Ja, ich glaube, ich muss beim Golfclub über den Zaun klettern. Ich gucke in den Chat. Ich habe den Chat geguckt. Okay, let's go. Jetzt aber. Oh, da steht ein Auto. Chat, was ist das schnellste Auto im Spiel? Der El Speedcaro. Den gibt's nicht. Centorno oder so. Gibt's irgendwie nicht, glaube ich. Doch, da war der. Da ist er. Das ist der schnellste. Ja, der ist jetzt sick. Ja, der ist... Oh mein Gott, der ist besoffen. Ja, der ist automatisch nach links gefahren. So, ich bin nicht mehr drunk. Let's go. Fahrrad ist das Beste. Ja, aber das ist langsam Fahrrad. Fahrrad ist cool, aber langsam. Oh, Game Speed. Oh mein Gott, Schilder! Okay, vielleicht sollte ich mir ein langsameres Auto suchen. Das Auto ist zu schnell. Da verliere ich sehr schnell die Kontrolle. Oh, ich bin in Silent Hill! Ich glaube, hier geht's rein gleich, oder? Hier ist ein Schild. Oh, danke. Ja, ich habe den Eingang gefunden. Nice. Dann lass uns ein hübsches Foto machen. Hübsches Foto machen. Hübsches. Leute, ich muss erst ein Foto machen. Chill. Leute, ich muss erst ein Foto machen. Leute, ich muss erst ein Foto machen, okay? Junge. Dass man dann auch nichts sieht oder so. Wow. Dann fahren wir halt nochmal. Komm, Vogel kann bestimmt Auto fahren, oder? Ich kann sogar fliegen. Ich hab alles im Griff. Nein. Leben kriegt ihr mich nie. Ist mein HUD aus? Ich hab mein HUD irgendwie ausgemacht, Leute. Wie hab ich's ausgemacht? Also ich kann... Mein Handy sehe ich nicht mehr. Ich bin im Internet. Irgendwo ist da... Ich hab das Spiel ausgemacht per Handy. Irgendein Vogel hat auf meinem Touchpad rumgepickt. Ja, als Katze darfst du Handy benutzen, als Vogel nicht. Wieso haben die das überhaupt eingefügt, dass man als Vogel kein Handy benutzen kann, aber als Katze. Wieso gibt es so Synergies? Oh, ich bin jetzt wieder am Pier. Ich werde niemals diesen Golfclub erreichen, oder? Delayed Camera. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Okay, zum Glück ist es weg. Erf Quake. Let's go. Leute, ich habe Waffen dabei. Ich hab Affen dabei. Ich hoffe, ihm gefällt meine Fahrt. Mein Fahrskill. Was? Wow. Ein Tempomat. Ernsthaft? Also ich bin super. Okay, jetzt gehen wir los. Hui, durchgepasst. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Also gegen Auto, gegen den LKW anditschen war okay. Schild, tot. Nein, Schild! Was passiert? Was ist mit meinen Reifen? Nein! 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 Ich hab doch keine Reifen mehr! Ich hab doch keine mehr! Okay, ich hab's geschafft. Ich bin da. Jetzt nur schnell ein Foto machen. Schnell nur ein Foto machen. Wie geht Handy? Wie geht Handy? Was für SMS, Digga? Nein. Hab's!
Foto ist Foto! Ich kann noch eins machen. Alter! Als nächstes fahren wir zur Maze Bank Arena. Es ist ein Stadion, ja. Denk mal, das ist hier da irgendwie der Parkplatz, die Einfahrt, denke ich mal. Hier ist der Parkplatz, I guess. Boah, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Okay. Schnell raus! Schnell raus! Nein! Scheiße. Und so endete unser Abenteuer. Die Welt geht unter, I guess. Da ist Panto direkt daneben. Mein Panto ist weg. Ich versuch's nochmal, ne? Okay, mein Panto ist weg, Chat. Das ist echt schade. So. Und das ist schnell? Damit passe ich überall durch. Wenn ich irgendwo mich durchquetschen muss. Aber ist viel zu langsam für unsere Mission! Da war ein anderer Panto. Das ist schon fast quasi ein Pantomime, der andere. Ah, kann das mal weg? Ich möchte nichts kaufen. Junge, wie lange läuft die Scheiße? Das ist ja wie TikTok. Ja, der Panto ist cute. Da ist die Arena. Der Flip war ja sick. Maze Bank Arena. Leute, ich habe genau in dem Moment ein Foto gedrückt. Ich habe genau in dem Moment ein Foto gedrückt! So schnell! Okay. Ich hab's. So, was ist unsere nächste Location? Das nächste super tolle Gebäude ist das Richards Majestic. Arschlangweiliges Hochhaus, aber sollte man kennen, I guess. War auf der Liste oder so. Kann ich nicht ranzoomen? Ach, da. Ja, das ist er hier. Der ist es. So. This cannot continue. This cannot continue. Ich bin ein guter Fahrer. Wieso spawnt da einfach ein Auto? Und wieso bin ich nicht explodiert? Vielleicht weil ich nur seitlich berührt habe. Ich komme echt gut durch. Dafür, dass ich so rase. Hä? Set player into a random vehicle und plötzlich habe ich die komplette Kontrolle über das Auto verloren. Oh, Moment, das ist schon hier. Was? Break doors of every vehicle. Okay. Wieso ist hier ein Gebäude im Weg? Kann das Gebäude bitte gehen? Oh! Console Experience, hallo! Was soll dieser Front? So scheiße läuft's auf der Konsole auch nicht. So schlecht läuft's wahrscheinlich nicht mal auf der PS2. PS2 einfach. Warte kurz, ich muss hier, ich hab Vorfahrt. Leute, ich hab Vorfahrt. Leute, chillt. Oh nein, er ist ein Polizist. Leute, er ist ein Polizist. Er ist weg. Das ist das Gebäude hier. Wo ist der Eingang? Das ist wohl irgendwie etwas Besonderes.
eine Sehenswürdigkeit. Es scheint wohl eine Sehenswürdigkeit zu sein. Nee, das ist der da oben. Der da. Das ist der. Da ist er. Der Richard Majestics. Das ist er. Okay. Gut. Dann nächster Spot. Es wird romantisch. Wir fahren zu den Vespucci-Kanälen. Sieht ein bisschen aus wie bei uns die Kurt-Kanäle, aber cool, I guess. Das müssen die hier sein. Ja, Vespucci-Kanäle. Mann, immer nur am Stehen. Wer bremst, verliert. Hui, das war close. Da passe ich durch. Hä? Autopilot? Autopilot? Boah, ist der schlecht. Hey, ich lebe. Ich kann nicht laufen auf der Charakter. Der Charakter ist auch Autopilot. X80? Weißt du... Leute, ich habe das Auto gerade frisch gekauft. Wieso müsst ihr direkt meine Reifen kaputt machen? Ist gerade frisch aus der Werkstatt. Ist gerade frisch aus der Werkstatt. Moment, das sind schon die Kanäle hier. Das sind die Kanäle hier. Oh mein Gott. Unbelievable. Chad, ihr habt ein Schweinchen getötet. Chad, ihr habt ein Schweinchen getötet. Wieso bringt ihr Schweinchen um? Ich glaube, ihr seid die richtigen Schweine hier. Theoretisch, wenn ich im richtigen Moment aus dem Auto aussteige, dann sterbe ich nicht, ne? Wenn ich sehe, dass das jetzt zu knapp wird, steige ich einfach raus, ne? Okay, vielleicht funktioniert die Strat nicht so gut. Jetzt ist der richtige Doomsday da. Black Hole? Welches Ending ist das? Ich hab's geschafft, denke ich. Minions werden mir nichts tun, oder? Wieso schwebig? So, das sind die Kanäle. Ich hab sie. Okay, nächster Spot. Das letzte Ziel auf der Liste ist das Winewood Sign. Finale. Ist es hier? Ja, da? Okay. Meine Augen brennen. Wo habe ich geparkt? Ah, hier habe ich geparkt. Ah, danke. Junge, Junge, Junge. Ach komm! No Chaos. Ja, danke. Denke ich. Gleich sieht er es? Hä? Mein Ziel ist weg. Ist das die Chaos-Meter? Dass mein Ziel verschwindet? Dein Marker ging wieder auf die Kanäle. Ah. Oh. Der Vote geht nicht mehr. Wie, der geht nicht mehr. Stimmt, die Leiste oben ist weg. Und No Chaos Meter ist stehen geblieben. Das ist meine Chance! Ach, das gehört dazu, die Chaos Meter. Ah, die verdeckt mir, dass ich nicht sehen kann, wann denn. Da war Jesus in meinem Auto. Hallo? Jesus hat mein Auto in die Luft gejagt. Tja, was macht die jetzt, hä? Was macht die jetzt, hä? Das machen wir. Oh mein Gott, hab ich gesabbert. Wie gefällt dir das? Hä, was hatte die denn gerade für eine Option gehabt, dass das Game gecrashed ist? Screen Freakout. Ah. Dann mache ich halt keinen Vogel.
Wir nehmen die Autobahn. Autobahn sollte safe sein. Und er kann nicht richtig rasen. Wo ist denn das Winewood-Sign? Da ploppt das gleich auf. Was mache ich denn da oben? Ich bin ja nicht einfach in die Luft, sondern ich bin ja komplett am anderen Ende der Map. Stirb nicht, please, dort in deiner Nähe ist das nächste Krankenhaus. Das wäre echt scheiße, ja. Wenn ich irgendwo am anderen Ende der Map sterbe und dort dann im Krankenhaus bin. Das wäre eh nicht so geil. Slow and steady wins the race. Fallschirm, Franklin! Franklin, Fallschirm! Franklin! Hä, hey, was ist Franklin, you Wizard? Ja, wie weit bin ich jetzt weg? Boah, oh, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was ist das denn? Die vierte Dimension! Das Motorrad ist viel zu langsam, der Centauro ist schneller. Ja, ist ein weiter Weg, aber der ist echt free, weil es hier ländlich ist. Die Framerate, ciao! Da ist der Prototypo. Oh, der sieht sick aus. Erkennt ihr ihn? Könnt ihr ihn sehen, Chat? Stimmt, ihr könnt ja jetzt gar nicht mehr wegen der Bitrate auch nicht mehr erkennen, was ihr wählt, ne? Sickes Auto. Da bin ich wieder. Ja, das ist ein richtiges Race Car. Das ist ein richtiges Race Car. Ich habe in den Chat geguckt. Okay, jetzt ist wieder alles weg. Jetzt weiß ich nicht, was passiert. Wann der nächste Effekt kommt. Okay. 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 Alles dreht sich. Okay. Der ist mir gedutscht. Oh. Hoppala. Ein Bäuerchen hat er gemacht. Oh, oh, okay, oh. Hey, was geht ab? Ich wurde angegriffen von einem Zaun. Ich wurde abgeschleppt. Ich wurde abgeschleppt. Was habe ich denn verbrochen, dass ich abgeschleppt werde? Das wird teuer. Doch, doch, ich komme aus der Ecke raus. Ich hatte ja jetzt mehrere gute Versuche, aber ich bin einfach dumm gewesen, hab in den Chat geguckt oder so. Oder bin über einen Stein gefahren. Ich bin halt so lange bis Keggy weint. Nee. Das Ziel ist gleich schon zu Ende. Ich bin eine Sightseeing-Tour. Wir sind schon beim letzten Spot. Ich muss nur noch ein Foto machen. Busboys. Wer sind die Busboys? Das waren wahrscheinlich die Busse gerade vorhin, ne? Die guten Busboys. Auto lässt sich halt auch echt gut steuern, trotz der Geschwindigkeit. Der Centauro verliert halt extrem schnell die Kontrolle. Das ist ein richtiges Racecar hier. Obwohl, theoretisch... Ich bin genau auf dem Auto gelandet! Ey, was? Ich bin hier? Wie bin ich denn hier gelandet? Was ich sagen wollte, theoretisch, wenn ihr mich ja wieder in die Luft boostet und ich am anderen Ende der Map lande, dann kann das ja wirklich ewig gehen. Aber das ist ja irgendwie auch komplett random, ne? Wo ich in der Luft bin. Weil vorhin hatten wir das auch gehabt, in die Luft gejietet. Und da war ich dann nicht plötzlich am anderen Ende der Map. Hey, was geht ab? Smooth. War ein cooler Kickflip. Da oben ist schon das Sign. Leute. Ich bin fast da. Leute. Was macht dein fucking Hirsch eigentlich auf der Straße? Leute, ich bin fast da. Hat es nicht genug Speed gehabt.
Die Wiese sah halt super safe aus. Anderes Krankenhaus? Die Wiese sah halt super safe aus. Ich dachte, ich fahre schnell die Wiese hoch. Alter, das war so cool ausgeparkt. Need for Speed Underground. Get low! Get low! To the window! To the wall! Oh, da war ein Auto! To the wall! To the wall! Timer Speed? Was für ein... Achso, da oben geht... Fake-Teleport! Oh! Da wolltet ihr mich verarschen, ne? Wäre ich aus dem Auto ausgestiegen, wäre es vielleicht ein bisschen kritisch gewesen. Ich habe noch kurz überlegt, aus dem Auto aussteigen! Guck mal, da oben ist es. Da oben. Einfach nur geradeaus durch. Jetzt in Vogel verwandeln und let's go. Der Jöhler-Angriff einfach. Horst Field? Was? Was? Hab irgendwie Telekinese, alles um mich herum explodiert einfach. Ich bin Mob Psycho. Okay. Nein! Ist genau jetzt der Effekt ausgelaufen, ne? Das letzte Ziel hat so viel Probleme gemacht, ne? Als ob ich jetzt zum letzten Ziel einfach nicht hinkomme. Walk on Water. Okay. Ich glaube, das stört mich nicht. Jetzt muss ich einfach nur gut fahren. Ich habe einen kurzen Downtime. Oh mein Gott, chill. Oh mein. Jetzt muss ich einfach nur kurz mich auf mein Fahrskill konzentrieren. Und dann haben wir das. So, hier kam ungefähr der DVT-Screen. Das war jetzt ungefähr meine PB hier. Okay, der nächste Effekt kommt jetzt. Meteorschauer. Das war so knapp vom Ende. Ich war schon am Ende. Diese Stadt ist am Ende. Alter, geil. Oh mein Gott. 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 Ich übergebe mich gleich. This is how it feels if you chew 5 gum. Junge. Junge, das ist maximal schrecklich. Wieso hüpft mein Auto so? Ach so, jump, 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 jump on it. Und da ist auch noch den Effekt verdoppelt. Haben wir da ein bisschen mehr als nur eine Wand. Was war das? Ach, teleport everything to the player. Oh mein Gott. Slippery, oh. Okay, Animation Speed bringt gar nichts. Wahrscheinlich nicht beim Fahren, sondern Charakter selbst. Wahrscheinlich hat dann doppelt Animation Speed. Aber das ist jetzt mein Moment. Das ist jetzt mein Moment. That's my moment!
Oh, die Tiere bewegen. Oh, die Tiere bewegen sich doppelt so schnell. Oh. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Da ist das Ziel. Ihr Ekelhaften! Ihr Ekelhaften! Ihr Ekelhaften, widerlich seid ihr. Er ist schon 5 Meter oder so. Ich wäre innerhalb von den nächsten 2-3 Sekunden angekommen, wäre ausgestiegen. Hey, neuen Weg lernen. Kleinen Pimmel, Alter. Der fucking Song, Alter. Okay, ist gerade Leerlauf. Hauptsache aus der Stadt raus. Auf dem Feld ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Spawn Bay Trailer? Ich wollte heute nur bis 8 Uhr streamen, Leute. Ich habe nur noch 30 Minuten. Ich muss es bis dahin schaffen. Deshalb muss ich es schaffen. Nicht das schon wieder. Nicht das schon wieder. Nicht das schon wieder. Die Jöler sind wieder da. Imagine, du gehst einkaufen und das passiert. Wow! Oh! Bouncy Vehicles. Das ist nicht Jump, Jump, Jump. Das ist mein Moment. Die bouncen wahrscheinlich, wenn man dagegen fährt. Das ist wahrscheinlich der Bounce. Dass der Knockback wahrscheinlich krasser ist. Also wenn jetzt irgendwie ein Unfall passiert, dann fliegen die wahrscheinlich gleich durcheinander hier. Nee, zeige ich jetzt nicht. What's happening? Ich weiß es auch nicht. Nein. Nein, ich habe die Autos gerade nicht gesehen, es war zu dunkel. You need to repent your sins. Nein, pack das Handy weg. Kann man das überhaupt fotografieren mit den ganzen Bäumen? Gibt es überhaupt einen Winkel? Hab's, Leute. Hab's! Hab's! Sieg! Ohohoho. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour durch Los Santos gefallen. War auf jeden Fall ein wilder Ritt.
Und bevor wir diesen wilden Ritt beenden, habe ich noch eine siebte Sehenswürdigkeit für euch. Und zwar... den Abonnieren-Knopf!